sperrmüde. Wir spielen jetzt so wie ihr. Habt ihr das gehört? Leute. Mehr Takes mit mehr Crit. Nein, wir brauchen nicht mehr Crit. Also jetzt schon. Wir spielen jetzt wie ihr. Es geht nicht mehr. Sah gut aus. Nee, tatsächlich war es nicht gut. Also, natürlich kann ich Dinge so krass machen, dass sie euch wie Wunder vorkommen. Wie etwas, was einfach impossible ist. Das ist normal. So zu denken ist auch normal, aber täuscht euch da nicht. Harte Arbeit. Harte Arbeit. So, Lebensraub können wir leider nicht benutzen, Leute. Also, das ist zu schwach. So, wir machen aber immer wenigstens Doppelköder. Also, Doppelköder muss sein. Damit die nötige Ausweich... Die nötige Ausweichstärke müssen wir an den Tag legen, okay? Uah! Das. No, er ist nicht gestorben. Und der Baum auch nicht. Also immer zwei. Mindestens immer zwei müssen wir holen. Okay, das war zu viel. Das war zu viel Bewegung an einer Stelle in meinem Gesicht. Ich wusste es, dass er so dasht. Aber ich wusste den Dash, aber ich wusste nicht, dass der Schuss so krass ist. War denn das wieder so ein Lootboy? Ich schaff's nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's hier nicht getötet, Mann! Nehmen jetzt Max-HP. Und Rüstung. Immer zwei. Nee, die Regel lautet immer zwei. So. Boah, jetzt könnte ich noch einen holen, komm. Ich glaube, ich habe viele getötet, bevor sie gecharged haben. Ja, das ist der Shredder Power Spike. Jetzt geht's los. Jetzt noch ein bisschen Fernkampf. Dann können wir nämlich von immer Zweier auf immer Dreier. Oder wie man in Spanien sagt, immer Dreier. Oh, ich hab gerülpst. Und der Kaffee kommt ja noch. Ich muss noch eine Kaffeetasse holen. Leute, ich muss noch eine Kaffeetasse holen. Oh, nee, nee. Ja, nein. Oh. Oh, nee. Doch. Na. Doch, ich hab's geschafft. Schredder mit Lebensraub. Also nur wirklich, wenn es sein muss. Geil, das ist ein Triple Angle. So. Also sie haben jetzt schon 96% mehr Damage. Wenn ich die, genau, wenn ich das schaffe, dieser Breaking Point, dass die vor dem Dash sterben, dann haben wir's. Dann können wir unendlich kaufen, weil die haben, glaube ich, eine gewisse Duration, ehe sie anfangen zu dashen. Und wenn wir sie da haben, die haben jetzt sehr viel Luck mit den Schreddern, muss man sagen. Bisschen Pech mit den Kisten, weil ich krieg die nie tot, aber jetzt habe ich die Ekshima getötet. So. Die Tasse ist eine, die French, die Tasse ist auch eine French Press.
Also gesagt, Triple Angle, ne? Wir machen Quadra Angle. Wir machen Quadra Angle. Mein Quadra-Engel, weil gucke. Guck, ich töte die. Leute, wir haben mittlerweile den Quadra-Engel freigeschaltet. Jetzt müsst ihr anfangen mitzuzählen. Nicht, dass ich aus den fünffach mache, aber jetzt haben wir einen Quadra-Engel. Und das wollen wir. Okay. Der Quadra-Engel bedeutet, dass wir jetzt 4 Köder kaufen können pro Runde. Das ist pro Runde 24% mehr Damage. Das bedeutet, in den Level-Ups müssen wir nie Damage wählen. Sondern können immer was anderes wählen. Weil Damage haben wir ja safe. Wir müssen aber irgendwie noch auf Fernkampf kommen. Fernkampf ist ein Problem. Also irgendwann ist der Grund, muss der Grundwert erhöht werden. Fuck, ein Baum. So, Angriffstempo ist eine gute Idee. Also 1. 2. 3, 4, Quadra-Angle. Quadra-Angle. Pass auf, wir sehen sie, wir töten sie sofort. Guck, die kommen nicht zum Schuss. Leute. Das ist wie in meiner Pubertät, das ist super. So, das Quadra-Angle. Ich glaube, wir sind auch mittlerweile bei einem Penta-Angle. Was haltet ihr von 5 Ködern am Anfang der Runde? 5. Leute, ich glaube, das schaffen wir. Oder? Weil die werden natürlich ein bisschen stärker, aber man merkt noch nicht viel. Und ich glaube, ich one-tappe die immer noch. Und solange ich die one-tappe, ist es ja Powerplay. Boah, Crit Chance, hätte ich auch ein bisschen Bock. Also 1, 2, 3, 4. Das müssen wir nicht kaufen, der ist einfach zu teuer. Das kriegen wir für ein Gold. 4. Okay, machen wir mal 4. 4. Seht ihr das? Ein Tod. Aber ist auch Shredder, Mann. Shredder ist wirklich für die Dummen. Shredder ist für die unfassbar dummen Menschen. Den gehen wir Full Shredder. Wir können leider nichts mehr heilen, ne? Also wir haben ein gewisses Base Healing auf jeden Fall. Das Base Healing ist jetzt nicht schlecht. Am I right? Und die Attack Speed wirkt ja auch solid. Solid wie meine Snake. Mein Pants. Am I right? Nochmal mehr Rüstung. Ausweichen finde ich auch gut. Aber wir machen mal Tempo. So. Wie oft kann ich diesen Wurm haben, Leute? Wenn ich den nochmal nehme, heile ich mich nicht mehr. Aber wir probieren es mal. Ich kann trotzdem nochmal rerollen, sehr geil. Okay, es geht los. Ja, das sind One-Taps. Ich One-Tap die. Wir kaufen jetzt so viele Köder, wie es geht. Ich glaube, wir haben den One-Tapos Angulus. Wir haben den One-Tapos Angulus erreicht. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, plus 3 Fernkampf kriegen oder so. Ich glaube, dann ist GG. Wir haben ja auch ein gewisses... Oh, fuck.
Fuck, 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 fuck. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe zu viele Alien-Babys gegessen. Oh, fuck. Ich hab kein Healing mehr! Kein Healing! Ich kann es nicht einsammeln. Also ich kann, aber es bringt mir nichts, glaube ich. Habe ich drei davon? Ich brauche mehr Limonade. Ich habe wirklich drei davon. Ich habe wirklich drei. Das ist zu viel. Ja, Lifesteal ist komisch. Lifesteal brauchen halt sehr hohe Attack-Speed und unsere Attack-Speed ist nicht wirklich hoch. Außer Lifesteal triggert quasi auch bei mehreren Treffern. Ja, wenn ich jetzt Früchte einsammle, heile ich mich nicht, Leute. Ich habe zu viele Alien-Geckos gegessen. Ich hatte natürlich ein gewisses Healing. Aber es ist baumunabhängig. Wir müssen keine Trees mehr smoken. Leute. Ihr solltet doch generell keine Trees smoken. Also wozu? Nenn mir einen Vorteil. Zu anstrengend gerade. Aber wir haben es geschafft. Zwei Kisten. So, wir haben jetzt unsere Smash-Tasse ausgetrunken. Das ist gefährlich. Ich glaube, ich nehme jetzt eiskalt die HP, oder? So. Also wir gehen drei Stück. Wir machen mal vier. Wir machen Quadra-Angle, okay? Fuck. Das war dumm. Aber wir können healen, wir können healen. Heal basiert jetzt aber auf Skill. Das ist ein skillbasierter Heal. Skill-based healing. Das heißt dodgen. Sachen ausweichen. Nicht getroffen werden. Platz schaffen. Ja! Voll HP, Bitches! So nämlich. Jetzt konzentriert bleiben. Vielleicht auch mal ein Gecko. Vierfach Gecko wäre gut. Aber Geckos sind so random. Boah, da wollen sie mich nochmal kriegen. Aber das können sie nicht, können sie nicht. Was ist das? HP, 5 HP ist das Limit. Boah, das ist schwer. Das passt aber gut zu unseren Aliens. Aber auch wiederum schlecht. Boah, nee, ich glaube, das können wir nicht nehmen. Dann haben wir gar keinen Heal mehr, Leute. Aber 5 ist auch nicht schlecht. Da können wir vor Full Damage gehen. Und Full Tank. Ich glaube, wir machen es. Aber jetzt können wir auf Sachen verzichten. Das ist wichtig. Jetzt können wir auf Sachen verzichten. 5 ist echt viel. Ja, ja, genau. Und das sind alles One-Taps. Wir müssen jetzt nur noch aufs Töten konzentrieren. Fünf ist echt viel. Guck, wie viel 5 ist. Vielleicht nicht gut für endlos, aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen eine richtig schöne Runde für YouTube. Weil da können wir jetzt auch... Alter, ich sollte mich vielleicht nicht so häufig treffen lassen.
Da können wir jetzt dann das Segens auf volle Rüstung gehen erstmal. 15 Rüstung. Und dann gehen wir auf Dodge. Damage haben wir ja. Aber wir holen immer... Nee, noch mehr Damage eigentlich. Aber brauchen wir noch mehr Damage? Guck mal, es ist alles... Es, keiner überlebt. Oder? Ist ja jemand nicht One-Tap? Das ist gut. So. Der gibt trotzdem Ausweichen, ne? Ja, wir gehen jetzt nebenbei auf, auch voll Ausweichen. Man hat nie genügend Damage. Das stimmt, der, die Bosse sind's. Aber schaut euch das an! Das war Köder! Köder wo? Ich jag den Boss. Der ist schon halb tot. Jetzt chased er mich, was basically übel dumm ist. Gefährlich ist, wenn wir den töten, haben wir den nicht, healen wir nicht. Also vielleicht geht das trotzdem, aber wir brauchen es auch nicht. Sehr gut, ich glaube, wir haben Breaking Point erreicht. Wir müssen trotzdem natürlich uns ein bisschen bewegen. Aber Damage ist da. Aber ihr habt auch recht, leider. Es geht trotzdem mehr Damage. Aber es müsste eigentlich mehr Attack Speed sein, damit er mehr snippt. Das ist scheiße. Das ist was. Eine Laterne, Bruder. So, jetzt nehmen wir mal die Rüstung. Das sieht gut aus. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 300% mehr Damage. Ja, Attack Speed ist es, Leute. Wir brauchen nur noch mehr Attack Speed. Die Range ist auch kinda cute. Wir machen 300 Damage, Leute. Wir holen noch mehr Damage. Leute, wir holen legit noch mehr Schaden. Aber sehr schon geil, wenn wir mehr Attack Speed hätten, ja. Gerecht. Aber ich meine, von wem hängt's ab? Von mir oder von Jesus? Ich würde es ja kaufen. Aber es ist ja kein. Es ist ja kein Shopping-Game. Es ist ein Spiel, wo man hoffen muss. Look at that. Easy. So, jetzt gieße ich mir Kaffee ein. Jetzt Schluss. Ich habe es lange genug toleriert. Eure Unwahrheiten spreaden sich wie ein Lauffeuer. Leute, die ganze Kaffeekanne passt hier rein. Das ist gut. Das ist mal eine Kaffeetasse, Leute. Ich meine, sowas können wir jetzt verwerten, weil wir brauchen keine Regeneration mehr. Hier, Attack Speed, ne? Attack Speed. So. Wir haben halt mehr Glück, ne? Wir haben halt sehr wenig Superköder. Das ist cool, glaube ich. So. Weil das Ding zählt tatsächlich. Bum, bum, bum. Seht ihr das? Wenn wir jetzt noch Dynamit oder sowas kriegen. Laut Ding, das ist das keine Tasse. Nee. Das ist keine Tasse. Das ist ein Becher. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß schon nicht mehr, was das ist. So.
Doch, die Heilung ist aber echt gut, Mann. 5 pro Sekunde ist ja so solide. Das ist echt stark. Also der Fischer, Leute, der, das war aber abzusehen, dass der so einen harten Turning Point hat, wo es irgendwann wirklich sehr, sehr leicht wird. Natürlich wird man noch ab und an getroffen, weil einfach so viel Scheiße hier ist. Aber es ist schon heftig. So, wir nehmen mal Tempo. Bau. Kristallkugel. Lol. So, Kamel nehmen wir auch. Okay, geht los. Doppelte XP, Leute. Aber ich glaube, ich krieg weniger, ne? Was ist das? Okay. Ich habe 50% weniger Materialien lassen die Gegner fallen. Also ich habe auch einen Nachteil. Ich muss mir also von Natur aus möglichst viele Gegner machen. Weil ich ja auch wirklich weniger bekomme. Und du musst dir vorstellen, das ist jetzt eine V-Runde. Eine V-Runde bedeutet, man kann jederzeit sterben. Also wenn du hier nicht konzentriert bist, bist du tot. Dein gesamtes Leben lang. Das willst du... Das willst du nicht sein. Boah, ich hätte so gern dieses Item, was die ganze Zeit den Shit einsammelt. Ohne, dass ich mich bewegen muss. Aber wir haben schon einen sehr guten Dodge. Wir können den Heal nicht einsammeln, Leute. Heal bringt nichts. Heal ist useless. Verfluchter Kuchen, Junge. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fernkampf, Mann. Wenn wir den Fernkampfstat erhöhen können, das wäre geil. Einen Hut nehmen wir. Glück nehmen wir. Dodge nehmen wir. So, Dodge 41. Schredder 4. Einfach aus der kalten. Nehmen wir. So, maximale HP ist begrenzt. Ist uns eigentlich noch nicht genug, oder? Kritische Treffer. Das nehmen wir. Dann gehen wir jetzt als nächstes auf Crit. Wir sind fast durch. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, der kassiert aber. Oh, der kassiert. Oh no. Ah, das ist unangenehm. Boah, wenn ich da ein Gegner wäre, das wäre mir sehr peinlich. Leute. Das wäre mir ja höchstgradig peinlich. Aber es sind ganz schön viele. Aber, ja, ich glaube, na scheiße, wir hätten die Handschellen nehmen sollen, oder? Weil es ist ja nur noch Level 18. Ich hätte es nehmen sollen. Ich hätte es nehmen sollen. Ich hätte es nehmen sollen. Das war dumm. Nope. Der ist cursed, den nehmen wir. Noch einen Schredder. So, den sperren wir. Ja, wir haben 500% Damage, Leute. Also wir brauchen das da. Wir brauchen jetzt halt echt Fernkampf und Attack Speed. Wir brauchen halt wirklich diese festen Werte. Also 500% ist jetzt wirklich genug, oder? Also jetzt mal rein prozentual. Wenn wir jetzt die Auswahl haben zwischen holen wir Prozentpunkte oder holen wir Flat, wir müssen Full Flat. Das Problem ist ja, dass er im Rollen so schlecht ist. Man müsste es quasi on und off toggeln können, dass man sagt, nee, ich roll jetzt keine Dinger mehr. Ich roll keine Köder mehr. Kann man das machen, Leute?
Weil der Damage erhöht sich fast gar nicht mehr. Also, weil er erhöht sich nur noch, wenn ich wirklich plus Fernkampf hole. Zieht Maxim durch. Ich zieh komplett durch, Junge. So, das ist gut für mich. Das macht richtig viel mehr Damage. So. Der Bohrer. So, nochmal das. Ja, war ja gar nicht so schlecht. Also 500% mehr Schaden und die 19 war wichtig. Der Crit ist ein bisschen schlecht, aber... Fischer rollt immer Köder. Ja, ich glaube, hier kann man auch mal Nein sagen. Aber der kassiert, Mann. Da ist eine Menge Rotation mit dabei. Problem ist halt, ich heile mich nicht hoch. Aber der ist fast weg, der eine. Jetzt nur noch der Hai. Der Atomhai. Easy. Köder. Das ist ein anderer Köder. Zwei zusätzliche Beute-Aliens erscheinen während der nächsten... Oh, das ist stark.